jetzt wieder draußen auf dem Gelände unterwegs. Da hinten hat man noch ein interessantes Gebäude entdeckt mit den zwei Schornsteinen. Naja, wenn man genau zählt, sind es drei Schornsteine. Ja, vielleicht könnte das hier so das Kraftwerk für die Siedlung gewesen sein. Ja, mal schauen, ne? Also hier gibt es so einige Gebäude, die eigentlich noch, ja, gut in Zustand kann man ja jetzt nicht sagen, aber die halt noch stehen, sagen wir es mal so. Neben den ganzen Abrissarbeiten, die hier irgendwie mal stattgefunden haben, aber irgendwie auch nicht mehr weitergeführt wurden. So, wir sind jetzt auch fast am Gebäude angekommen. Also hier sieht man nochmal, hier tun sich noch weitere Gebäude auf. Genau, hier sieht irgendwie aus wie so eine Garage oder so. Ja, und hier sind drei Turbinen, also Kessel. Also ich würde mal sagen, dass das hier so eine, ja, für die Warmwasserversorgung auf jeden Fall, denke ich mal, gewesen ist. Und Stromerzeugung gehe ich auch mal vielleicht davon aus. Aber dass das alles noch hier ist, diese Maschinen, diese Turbinen einfach, ne? Ja, ist schon irgendwie, ja, was, ja, verwundert mich ein bisschen, weil überall wird Stahl geklaut und sowas alles, aber ob hier nichts Verwertbares dabei ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber naja gut, vielleicht kein guter Zugang zum Gelände, naja, sei mal dahingestellt. So, ich werde mal hier nach oben gehen. Das ist keine nicht so gute Idee gewesen, weil hier gibt es nämlich keine Treppenstufen mehr, wo man drauf gehen könnte. Ich bleibe jetzt auch hier stehen. Aber hier sind halt überall noch die Apparaturen weitestgehend vorhanden. So, vorsichtig wieder die Treppe runter. So, ja, ich habe nämlich gesehen, hier an dem Kessel hängt noch irgendeine Plakette. Was kann man daran jetzt sehen? Baujahr 1986, also mein Baujahr sogar, also schon 36 Jahre alt. Ne? Hoppala. Na, hier steht noch ein, ja, Verkabelungsschaltschrank. Ja, ist schon interessant, muss man sagen. Ja, hier muss man nur gut aufpassen, wo man hintritt. Ja, hier ist noch ein Schaltschrank mit sehr vielen Kabeln, die da mal verkabelt waren. Ja, Wärme, Klima, Gesundheitstechnik. Also mit der Wärme wird wahrscheinlich schon stimmen. So. Druckhalteanlage ist hier zu finden. Ja, das Baujahr auch 1986. Ja, hier muss man immer nur schauen, wo man hintritt, nicht, dass man ins Loch reinfällt und sich verletzt. So, na, hier sind dann für die Arbeiter, die dann hier in dem hier in dem Bereich gearbeitet haben, gibt es hier die, ja, Toilettenräume. So. So. Ja, was gibt es hier noch zu sehen? Ja, hier gibt es halt noch etwas kleinere Gebäude. Ja, ich glaube, ich werde noch eins exemplarisch vielleicht hier mal eben reinschauen, weil ja, ansonsten ist das einfach, ja, zu viel und wahrscheinlich sehr oft das Gleiche. Ja, hier sieht's. Ja. Verschiedene Räumlichkeiten sind hier zu finden.
Kabel, die schon rausgerupft wurden, ordentlich, ne? Wo einfach nur die Isolierung da liegt, ne? Und das Kupfer schön rausgetrennt wurde. Ja. Wie sollte es anders sein? Ja, und hier zieht sich das mit den Kabeln weiter, ne? Ich meine, in so einem Gebäudekomplex gibt es natürlich auch viele Kabel, die rausgerupft werden. Also jegliches Kabel, auch hier von der Netzwerkdose rausgerissen, Kupfer rausgetrennt. Ja. Aber was das jetzt hier für ein Bereich gewesen ist, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Ob das Unterkünfte, Büroräume. Ich weiß es nicht so. Ich würde mich aber jetzt auch nicht zu lange hier aufhalten. Und gehe dann mal hier. Hier gibt es so viele Gebäude, die im Einzelnen zu zeigen, das würde wirklich das Video sprengen, so ein bisschen. Deswegen habe ich hier einige exemplarisch rausgepickt, die vielleicht, denke ich mal, schon interessant sind. Hier gibt es noch Garagen. Genau. Und hier das Kraftwerk nochmal von der Seite. So. Ja. Mal sehen, was es hier noch gibt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt hat sich hier nämlich auf dem Gelände noch ein Wohnhaus aufgetan. Okay. Wer hier gewohnt hat, keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal, ne? Wenn man einmal hier ist, kann man ja auch mal hier gucken. Den Zugang könnte man wahrscheinlich über den, wie so oft, über den Keller bewerkstelligen. Also, dann gehen wir da mal runter. So, dann gehen wir mal hier runter. So. Keller. Boah, hier steht noch die Heizung. Okay. Hier ist ein Datum von 2004 genannt. Neues Heizungs... Irgendwas wurde da... Heizungs... Irgendwas wurde da 2004 zumindest neu eingebaut. Also, na... Okay. Also war bis 2004 auf jeden Fall noch jemand hier. Hier die Wäscheleien noch zum Wäscheaufhängen hängen auch noch da. So, dann hier ein Lagerraum für Lebensmittel und Sicherungskasten. Ja, hier ein Schacht. Aber hier sind auch die ganzen Kabel wahrscheinlich auch schon überall rausgerückt. So, hier die Treppe nach oben. Ja, natürlich das Haus. Ach, wir hätten auch hier durch die Haupteingangstüre gehen können. Ja, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Etage nach oben, aber das sparen wir uns einfach. Erstens, das Dach kommt schon runter und zweitens, hier ist die Treppe schon eingebrochen. Das tun wir uns dann lieber nicht an. Also, nee, das muss nicht sein. Ja, hier die Küche. Ja, wenn man sich vorstellt, vor etlichen Jahren stand hier noch jemand und hat gekocht, Essen zubereitet. Also, ja. Und jetzt ist alles hier verlassen. Das ganze Gelände ist ja verlassen. Ja. Na hier, da muss man auch aufpassen, nicht, dass einem was auf den Kopf fällt. Irgendwie habe ich hier, die Wand ist auch schon, ja, hier sieht man ja wirklich, wie die Wand schon, wie die weiter bröckelt. Also da fallen ja wirklich Sandkörner von der Wand ab. Ja. Das ist ja natürlich Verfall, hier fällt, ja, der Sand und alles, was das Haus irgendwie zusammenhält hier, ja,
runter. Genau. Aber ansonsten gibt es hier in dem Haus nichts mehr außer natürlichen Verfall und hier war die Toilette gewesen. Ja. Das ist wahrscheinlich das Gäste-WC, das größere Badezimmer wird wahrscheinlich oben irgendwo gewesen sein, aber das Risiko will ich hier nicht eingehen. Also, ne. So, das war es dann auch schon von diesem Haus. Und hier haben wir noch eine Häusersiedlung auf dem Gelände gefunden, wo dann wahrscheinlich damals die von der Armee irgendwie die Familien gewohnt haben. So, ne? Direkt auf dem Gelände hier so. Hier, das Haus ist natürlich nicht mehr in einem guten Zustand, aber hier diese Häuser, wenn man sie so betrachtet, einfach ja, so eine kleine Siedlung hier. Wir wollen uns exemplarisch jetzt vielleicht auch mal ein Haus anschauen. Aber überrascht mich, dass das dann doch in eigentlich guten Zustand hier so ist, so dass die Häuser halt noch stehen und ja, da wollen wir mal ins Eins reingucken. Auch alle hier mit ja, Nummern. Genau. Ja, hier muss man nur aufpassen, wo man hintritt. Ja. Weil diese ganzen Schachtabdeckungen sind hier nicht mehr vorhanden und das will man ja nicht riskieren. So, Exemplare sind wir jetzt mal hier in einem Haus drin. So. Kommt natürlich die ganze Decke alles runter, ne? Ja, hier war dann auch wieder die Küche drin. Da neben der Küche ein kleiner Abstellraum. Aber wenn man sich das mal hier so anschaut, schöner Garten so, ne? Also ich denke mal schon irgendwie, dass das hier damals irgendwie schön belebt war und ja. So, in den Keller gehe ich gleich nochmal runter. Mal gucken, ob ich hier hochkomme. Wie geht das? Ja, ist es stabil? Es geht auch schön langsam, weil jetzt kann ja trotzdem eine Stufe dabei sein, die nicht mehr so. Na, hier kommt natürlich der ganze Putz, die ganzen Tapeten runter. Okay, getrennt. Toilette hier. Badezimmer hier, Badewanne. Ja. Aber so von der Aufteilung eigentlich ganz schön hier. Schön groß auch. Ja. Ja, aber es war doch kein Einfamilienhaus. Eigentlich habe ich eben gedacht, das wäre ein Einfamilienhaus, aber jetzt irgendwie glaube ich das nicht mehr. Ja, wo? Ein relativ Wohnhaus, was miteinander verbunden ist, irgendwie alles, ne? Ja. Einfach, okay, dann doch kein Einfamilienhaus, sondern einfach Wohnungen, wo dann damals die Leute, die dann wahrscheinlich auch hier gearbeitet haben, gelebt haben, so, ne? Ja. Gut. So, jetzt hat sich hier auf dem ehemaligen Militärgelände noch ein Haus aufgetan. Puh. Ja, was dieses Gebäude letztendlich gewesen ist, habe ich erst im Nachhinein gelesen. Da sollte es sich um ein Hotel gehandelt haben mit kleinen Bistro und so. Das sollte wohl dafür gedacht sein, für die Angehörigen, die wohl ihre Familien oder Freunde auch mal dort auf dem Gelände besuchen wollten. Die konnten dann in diesem Hotel halt nächtigen. Aber schaut es euch einfach mal an.
Wie ich finde, war dies ein sehr interessanter und spannender Lost Place, der mich auch im Nachhinein noch sehr beeindruckt hat. Einfach mit den sehr, sehr vielen Gebäuden, mit dem weitläufigen Gelände und dieser Einsamkeit. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und wenn man bedenkt, was früher auf diesem Gebiet los gewesen ist, so viel Personal, so viele Notfälle vielleicht auch im Krankenhaus und vielleicht auch Schicksale, und dann wurde dieser Ort komplett aufgegeben und ja, dann wurde irgendwann mit den Abrissarbeiten begonnen und dann aber zu meinem Stand, wo ich da gewesen bin, dann auch nicht mehr weitergeführt. Es waren dort keine Baumaschinen zu sehen, keine Container, keine Arbeiter sowieso nicht, aber das hat mich auch sehr gewundert, so dass das, ja, aber umso schöner, dass man den Ort halt noch bestaunen kann und auch besuchen kann. Und ja, ich hoffe einfach, dass euch die beiden Teile, also Teil 1 und Teil 2, gefallen haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Videos dabei seid.